bevor es losgeht. 2024 bin ich wieder auf großer Live-Tour unterwegs, und zwar mit Hänzler Schnellnummer sind wir live on Tour durch Deutschland und Österreich. Alle Städte, Termine findet ihr auf eventim.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns, jetzt geht's los. Hänzler Schnelle Nummer. Heute gibt es einen leckeren Spinatauflauf. Dafür aber erstmal rote Zwiebel klein schneiden und dann wird die in Butter angeschwitzt. Butter ist geschmolzen. Zwiebeln dazu, allein der Geruch von der Butter. Jetzt die Zwiebeln hier kurz ein bisschen anschwitzen. Während das Ganze hier anschwitzt, reiben wir eine Knoblauchzehe noch rein. Oh, Alter, die Zwiebel hat Power. Hui. Jetzt oben drauf, so nach 2 Minuten rösten, Mehl geben. Also Mehlschwitze, das rösten wir jetzt ein bisschen mit an. Nach knapp einer halben Minute, jetzt hier Milch drauf. Wichtig ist, heiße Mehlschwitze, kalte Milch. Ne? Nach und nach jetzt dazugeben, einrühren. Guck mal, wie schön das bindet. Jetzt die Milch nach und nach dazugeben, einrühren und dann leicht köcheln lassen. Seht ihr, leichtes Köcheln. Müssen den Mehlgeschmack ein bisschen rausköcheln. Kurzer Hinweis an dieser Stelle: Sämtliche Produkte in diesem Video, wie diese geilen Töpfe, unsere beschichteten Pfannen, alles gibt's auf hänzler.shop. Lange nicht mehr erwähnt, wird mal wieder Zeit. Jetzt kümmern wir uns um den Spinat. Kochendes Wasser mit Salz. Wir blanchieren den Babyspinat, haben wir. Man kann auch normal nehmen, aber Babyspinat brauchst du nicht putzen, geht schneller. Wichtig ist beim Spinat blanchieren: Bleiben wir jetzt schön mit dran hier. Alles rein. So, auch wenn was daneben fällt, das fällt gleich alles zusammen. Werdet ihr gleich sehen, das wird, wenn erstmal heißes Wasser dran ist. Und jetzt nicht sonderlich lange, sondern wirklich nur, ich sag mal so 10, 15 Sekunden. Er soll einfach nur zusammenfallen. Man braucht Spinat jetzt nicht irgendwie eine ganze Minute blanchieren oder irgendwas, sondern wirklich ein bisschen durchrühren, weil natürlich das Wasser auch ein bisschen abkühlt, ist klar, ne? Dadurch, wenn der Spinat da reinkommt in der Menge. Aber jetzt seht ihr, es ist alles zusammengefallen. Jetzt zählt ihr innerlich nochmal bis 3, 1, 2, 3, dann Spinat nehmen, abgießen auf den Sieb, jupp, ausdrücken. Brauchen wir jetzt auch nicht groß abstecken, weil wir eh gleich weiter verarbeiten. Aber wichtig ist dieses Ausdrücken, dass wir ein bisschen trocken kriegen. So. 5 Minuten hat unsere Bechamel ein bisschen jetzt hier gekocht. Jetzt wird die abgeschmeckt, und zwar mit Sojasauce, ordentlichen Schuss. Also keine Angst haben, dass es auch ein bisschen dunkel wird. Prise Salz trotzdem. Und jetzt hier unsere Chili-Soße einfach reingeben. Dass wir so eine leichte Schärfe haben. Tipptopp, das sieht gut aus. Und ich würde an meiner Stelle, an eurer Stelle kann man gut machen, ein bisschen Gemüsegewürz dafür. Kriegt man geschmackliche Tiefe. Dann haben wir hier Käse. Beide Sorten, Cheddar. Und was haben wir anderes? Gouda, ne? Nee, ist kein Gouda, das ist ein Appenzeller. Ein Appenzeller. So, bisschen was lasse übrig. So, gebt das da rein. Und jetzt hier verrühren, dass der Käse sich erstmal auflöst. Und dann kommt noch, oh guck mal, es geht der Rucki-Zucki. Jetzt kommt der Spinat hinterher. Den haben wir jetzt hier. Und dann ausgedrückten Spinat mit dazugeben. Und jetzt mit dem Kochlöffel das Ganze verrühren. Vorher aber noch einen Schuss Zitronensaft dazu. So. Und jetzt das Ganze verrühren, dass es gleichmäßig sich verteilt. Jetzt in der Auflaufform. Oh, guck mal, das kannst du auch so schon essen. Wunderbar cremig, leichter Knoblauchflavor kommt hoch. Verteilen. Und jetzt restlichen Cheddar und Appenzeller obendrauf verteilen. Und dann bei 200 Grad Umluft in den Ofen geben. Jetzt gucken wir mal rein, 25 Minuten bei 200 Grad Umluft. Oha, das sieht ja richtig gut aus. Aber man muss auch sagen, vielleicht sollte man die Auflaufform nicht ganz so voll machen. Das müssen wir an der Stelle auch mal zugeben. Ja, aber jetzt würde ich sagen, auskühlen lassen. Ein bisschen vielleicht. Und dann wird probiert. Das sieht mal geil aus. Guck mal, oh, richtig fluffig. Das dampft ja noch. Mmh. Mmh.
Käse, Bechamel, Spinat. Zerfließt auf der Zunge. Happy Day, hier kommt die Einkaufsliste. Sehr lecker, sehr lecker. Und die Einkaufsliste für gratinierter Spinatauflauf. 500 Gramm Babyspinat. Denkt nur dran, richtig schön ausdrücken, bevor ihr das in die Bechamel reinhaut. Eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel Mehl, 1/2 Liter Milch, je 100 Gramm Cheddar und Appenzeller und eine halbe Zitrone. Gewürz haben wir mit Sojasauce, Gemüsegewürz, Gewürzsalz und unserer Chilisauce. Das war Henslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter henslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.